Herzlich willkommen zu Kaffee mit. Heute zu Gast Jonas Sterner, unser U17-Nationalspieler, Sandro Domröse, pädagogischer Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Kaffee mit, vielleicht muss man sich mal einen neuen Titel einfallen lassen, weil außer mir trinkt anscheinend keiner Kaffee. Und deswegen habe ich mich entschieden, wir machen heute mal eine Runde Apfelsaft. Ja, Thema heute ist, wie kann man als Junge aus Husum trotzdem Profifußballer werden? Du bist Husumer und du bist seit U15 bei Deutschland Kiel. Ja. Ja, und Husum, bin ab und zu mal, also Husum Kiel ist eine ordentliche Entfernung. Was bedeutet das denn so für deinen Alltag? Ah, ziemlich wenig Freizeit, viel Autofahren und ja, wenig Zeit für andere Sachen als Fußball. Wie sah das denn aus? Bist du quasi jeden Tag dann da von Husum aus hergefahren und wieder zurück? Ah, jeden Tag außer Mittwoch, da wo wir trainingsfrei hatten, bin ich anderthalb Stunden dann mit Auto zum Training gefahren. Und dann in der Fahrgemeinschaft mit anderen Spielern zusammen? Ja, mit fünf, sechs anderen Spielern und dann haben wir uns gegenseitig eingesammelt auf der Fahrt. Und was passiert dann in so einem Auto? Also wird dann da auch, muss man da Hausaufgaben machen oder? Ja, eigentlich sollte man Hausaufgaben machen, aber nach so einem schweren Schultag ist man halt auch müde und schläft dann ab und zu mal. Ja. Oder hört Musik. Und was bedeutet das dann für das Training? Also bist du dann auch immer, ist das eine gute Vorbereitung fürs Training, wenn man so einen Shuttle-Service herfährt? Und bist du auch immer pünktlich angekommen? Also pünktlich war ich nicht immer. Allein schon wegen den ganzen Autobahnen und den Sperrungen. Ja, und eine optimale Vorbereitung ist es jetzt auch nicht, aber es hat halt schon geklappt. Also ich habe meine Leistung abgerufen dadurch. Aber natürlich gibt es Besseres. Und jetzt hast du aber, ist die Autofahrerei vorbei, weil? Ja, aber die Autofahrerei ist jetzt endlich vorbei, weil ich in einer Gastfamilie untergekommen bin. Hier in der Nähe von Kiel. Ja, und 10 Minuten mit Auto zum Training ist halt schon entspannt. Mein entspanntes Leben. Ja, Sandro, du bist ja quasi der Zentralverwalter für die Gastfamilien hier. Genau. Welche Vorteile hat das denn und warum brauchen wir überhaupt Gastfamilien? Ja, also es ist natürlich ein Riesenvorteil, wie Jonas gerade schon gesagt hat, dass er jetzt einfach einen kurzen Weg zum Training hat. Ich glaube, da ist die Vorbereitung deutlich besser, als wenn man anderthalb Stunden vorher im Auto sitzt. Kommt man vielleicht mit müden Beinen schon an. Und wir haben aktuell 3 Gastfamilien. Jonas ist in einer davon, die in Meimersdorf ist. 2 Gastfamilien liegen noch ein bisschen zentraler. Und das ist einfach ein super Modell für die Jungs, die noch nicht alt genug sind, um alleine zu wohnen. Und da wollen wir einfach in Zukunft weiter dran arbeiten, dass wir Gastfamilien haben, die ein familiäres Umfeld bieten. Im besten Fall auch Kinder zu Hause haben oder schon Erfahrungen mit Kindern gesammelt haben und irgendwie ein Zimmer frei haben und Lust haben, Holstein kennenzulernen und sich so einen Jungen nach Hause zu holen. Er ist ja auch selten da, er macht den ganzen Tag Sport, also insofern ist er wahrscheinlich auch, nutzt er die Wohnung auch nicht ab. Aber wie wichtig ist das für so einen Verein wie unseren? Wir haben die U17 in der Bundesliga, die U19 soll ja gerne mal wieder aufsteigen in die Bundesliga. Also genau. Wir betreiben ja schon sehr ambitionierten Nachwuchssport. Wie wichtig ist das, Gastfamilien zu haben? Ja, es ist essentiell wichtig für uns, da wir aktuell kein Internat haben. Wir haben so eine ähnliche Form, wo wir Jungs in der U19 unterbringen. Aber für Jungs, die da drunter sind, die noch nicht 18, 19 Jahre sind, noch nicht erwachsen sind, ist es einfach wichtig, noch ein familiäres Umfeld zu schaffen, dass wir Leute haben, die konstant auch da sind und nicht nur mich als pädagogischen Leiter, der die Jungs zwar betreut, aber nicht immer da ist. Brauchen wir einfach Gastfamilien, die Jungs betreuen können, morgens, abends mit denen zusammen essen, solche Themen besprechen und sie auch zum Training fahren können. Das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig und müssen wir, um dort konkurrenzfähig zu bleiben, mit anderen NLZs auch weiter ausbauen. Die Masernex, die habe ich auch mal besucht. Haben Sie immer noch die Holsteinfahnen im Garten und im Platz? Natürlich. Die Jungs sind fußballverrückt. Genau, das sind noch die beiden Jungs, die werden wahrscheinlich immer kicken wollen. Nun bist du letztes Jahr in die U17-Nationalmannschaft gekommen. Wie war da so diese Situation der anderen? Also mussten auch. Ja, also ich habe halt mit vielen Leuten darüber geredet, wie meine Wohnsituation ist. Ja, und die wohnen halt alle im Internat. Und ich wohne halt jetzt in der Gastfamilie. Es ist eigentlich quasi das Gleiche. Ja, okay, aber dann könnte man ja auch sagen, Mensch, Jonas, wechsel doch einen Verein, der ein Internat hat. Ja, wie gesagt, Gastfamilie ist fast das Gleiche und ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Das Umfeld ist ziemlich familiär, also ich fühle mich wie zu Hause, deswegen ist es perfekt. Und hast du das Gefühl, dass du auch als, ja, quasi als Husumer Jung, der auch der sich auch relativ früh ja dann schon auch von zu Hause abnabeln muss, um seinem Traum nachzugehen, dass er da auch die Chance hat, über so ein Modell wie Gastfamilie Profifußballer zu werden?
Also die Leute, die Verantwortlichen hier, geben mir das Gefühl, dass ich die Chance habe, gerade durch sowas halt wie Extra-Training oben anzukommen, um meinen Traum zu erfüllen. Und dein Traum ist, Fußballprofi zu werden? Natürlich. Ja. Und wer ist da so dein großes Vorbild? Thiago von Bayern. Den finde ich schon super. Ja. Der kleine Wuselige ist das, ja. Ne? Ja, ist das denn? Gastfamilie hört sich ja so ein bisschen an, als ob man da jetzt auch zu Gast ist. Also, oder ist es mehr Familie als Gast? Es ist mehr Familie auf jeden Fall. Also wir unternehmen Sachen zusammen, wir gehen zusammen essen, wir reden viel, wir haben viel Spaß zusammen. Ja, es ist wie in einer normalen Familie. Ist das schön. Hast du denn in deinem echten Leben auch Brüder? Nee, da habe ich nur eine kleine Schwester. Okay, und bei dem Masanex hast du jetzt zwei kleine Brüder gehabt? Ja, wollte ich schon immer mal haben. Das ist ganz gut. Ja, hören die auch auf dich? Also? Ja, zeitweise. Und musst du da irgendwas machen in dem Haus? Du sollst irgendwie Jobs zu tun? Oder? Mein Zimmer sollte schon sauber sein. Okay. Und wenn ich mal allein zu Hause bin, sollte ich das Haus schon sauber halten, ja. Und wie sehr nimmt die Familie Anteil an deiner Karriere? Ja, also ich rede viel mit denen, wenn ich mal einen Rat brauche, von wegen Fußball und sowas. Ja, und bei Spielen sind sie fast jedes Wochenende dabei und fiebern mit. Ja, feuern mich an, verfolgen mich. Folgen meinen ganzen Karriereweg. Ja, also ich finde das im Prinzip eine total schöne Sache, einfach auch so, ja, also für die Familie jemanden dazu zu holen, der quasi der große Bruder für die Kleinen ist, ne, und der Bock hat. Was sollte man als Gastfamilie denn so mitbringen, außer einem zusätzlichen Raum? Also muss man Holstein-Fan sein, um Gast? Muss man nicht unbedingt, es hilft sicherlich, wenn man Interesse an der ganzen Geschichte hat. Man sollte, wie du schon richtig gesagt hast, auf jeden Fall ein Zimmer frei haben. Ich habe auch schon Gastfamilien gehabt, wo sich dann Jungs teilweise Zimmer geteilt haben. So, das kann auch funktionieren, wenn die im ähnlichen Alter sind. Aber Interesse an Holstein sollte auf jeden Fall da sein. Wenn jetzt gar kein Fußballinteresse da ist und man sagt, man möchte gerne einen Jungen dazu nehmen, geht das natürlich auch. Aber ich denke, die meisten Familien, die sich darauf, sage ich mal, bewerben oder Interesse daran haben, haben auch irgendwie ein Interesse an dem Verein. Das Interesse ist ja in den letzten Jahren insgesamt, denke ich, in der Stadt schon gestiegen. Und dadurch haben wir auch das Gefühl, dass wir da in Zukunft noch mehr Familien mit erreichen können. Und ich bekomme auch häufig von den Familien die Rückmeldung, dass es eigentlich für die Familie einfach auch ein Mehrwert ist. Ne? Weil unsere Jungs werden hier pädagogisch betreut, werden hier eigentlich ganzheitlich betreut um das Training herum, werden dadurch, sage ich mal, bessere Jungs, werden durch die Gastfamilie bessere Jungs. Das macht insgesamt schon Sinn auf jeden Fall. Und viele Familien geben da positive Rückmeldungen. Man isst so ein junger Mann ja aber auch viel. Also kriegt man da irgendwas für? Kriegt man Lebensmittelgutscheine oder mal einen Sack Kartoffeln oder was? Das wird tatsächlich dann größtenteils durch die Gastfamilien abgedeckt. Ne? Also die Gastfamilien werden natürlich unterstützt von uns. Man bekommt auch ein bisschen Geld. Genau, da gibt es eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum man das macht, aber es soll schon so sein, dass die Familien dadurch jetzt nicht irgendwie in finanzielle Nöte geraten. Also wir unterstützen die Familien da schon so, dass die genug Kohle zur Verfügung haben, um den Jungen auch ordentlich zu unterstützen, was so die Ernährung angeht, klar. Sehr schön. Wie viele Gastfamilien brauchen wir denn? Ja, also ich war jetzt gerade letzte Woche auf einer Tagung mit den anderen pädagogischen Leitern in Frankfurt in der DFB-Zentrale und habe erstaunlicherweise von Leverkusen zum Beispiel gehört, dass sie nur Gastfamilien haben, kein Internat. Okay. So, das ist eine Ausnahme der Bundesliga-Vereine, die meisten haben ein Internat und die arbeiten mit über 20 Gastfamilien. So, und das könnte langfristig unser Ziel sein, weil es, glaube ich, ein gutes Modell ist. Zeigt so ein Verein wie Leverkusen, die bringen auch viele Jungs oben und raus. Haben die das erklärt, warum die das so machen? Also warum verzichten die bewusst auf ein Internat? Die verzichten bewusst auf ein Internat, weil sie natürlich mit den Familien, die sie schon länger haben, wissen, dass das einfach gute Familien sind, wo sie auch die Rückmeldung bekommen, wenn da mal was nicht läuft oder wo sie auch immer wieder vorbeischauen, wo einfach die Vernetzung sehr eng ist. Und da haben sie einfach ein besseres Gefühl, als wenn die Jungs im Internat wohnen und dann nur durch pädagogische Mitarbeiter, sage ich mal, betreut werden, ist halt nicht so familiär wie in der Gastfamilie. Und da hat sich Bayer Leverkusen bewusst zu entschieden und ich finde, es ist ein guter Weg, in den wir auf jeden Fall auch einschlagen können. Dafür brauchen wir aber in Zukunft auch dann mehr Gastfamilien. Aktuell sind es nur 3 und wir wollen jetzt dafür werben, dass es zur nächsten Saison wieder mehr werden.
Aber als Familie müsste ich jetzt nicht, also ich muss jetzt nicht Mathe können, um Jonas Sterne aufzunehmen. Nein, das auf keinen Fall. Also wir bieten hier im NLZ ja unsere Hausaufgabenhilfe an, den sogenannten Nachführunterricht. Der wird dreimal die Woche angeboten, um die Trainingszeiten rumgebaut. Dort sind alle Jungs immer herzlich willkommen, gerade die Jungs, die von weiter her kommen und dann ohne ihre eigene Familie hier sind, ob jetzt im Boardinghaus untergebracht oder bei Gastfamilien, die erscheinen da regelmäßig, lassen sich von unseren Nachhilfelehrern, die meistens Studenten sind in den Fächern und auch noch relativ jung, dort gut begleiten und kriegen da Unterstützung. Also alles, was so den schulischen Bereich angeht, versuchen wir das abzudecken. Also hast du quasi zwei Familien gerade. Ja. Sehr schön. Ja, hat auch Vorteile. Da kann ich mit allen gleichzeitig Stress haben. Ja. Sehr schön. Ich denke, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Und am Ende unterzeichnen wir immer noch mal unser Stadionbild, so wie es mal werden soll. Hier, man beachtet die Unterschrift von Herrn Honsack mit links. Kannst du auch machen, wenn du möchtest. Soll ich dich hier einmal durchlassen? Kannst einfach das... Geh einmal vorbei, dann kann Jonas da unterschreiben. Das ist ja wie bei einer Aktie. Um 17 Nationalspieler, ne? Vielleicht. Das war die ganze Unterschrift schon? Ja. Okay. Kurz und knapp. Alles klar, dann bedanke ich mich für euer Kommen. Ja, wünsche alles weiterhin Gute. Sei nett zu deiner Gastfamilie.